Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meiner neuen Buchempfehlung. Ich habe dieses Buch hier gelesen, Geschwister als Team, Ideen für eine starke Familie, ein artgerecht Buch aus dem tollen Kösel Verlag von Nicola Schmidt. Habe ich in der Bibliothek mitgenommen, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ich fand das eine ganz coole Sache und ich habe mir ganz, ganz viel beim Lesen auch aufgeschrieben. Und was jetzt bei mir als kleines Post-it in der Wohnung hängt, sind folgende Schritte, die man oder an denen man sich langhangeln sollte, wenn es jetzt eine Streitsituation gibt. Übrigens stand irgendwie in dem Buch, dass sich Geschwister etwa alle 10 Minuten streiten. Das heißt so 6 bis 7 Streits in der Stunde. Und das wäre normal. Das fand ich mega krass viel. Wir haben vielleicht so, naja, manchmal stundenlang gar keinen Streit und dann vielleicht mal so 2, 3 in der Stunde, aber niemals 10, aller 10 Minuten. Aber es kann natürlich auch noch kommen, ne? Auf jeden Fall, was sollte man tun bei einem Streit laut dem Buch? Und daran halte ich mich tatsächlich jetzt auch. Als erstes ruhig bleiben und die Kinder beruhigen. Und das ist, glaube ich, auch so einer der wichtigsten Schritte, dieses ruhig bleiben. Dann zweitens zuhören. Drittens beschreiben, was passiert. Also sich das von den Kindern erzählen lassen und dann mit eigenen Worten nochmal wiedergeben, was passiert ist. Dann Regeln und Werte ansprechen. Also sowas wie, wir hauen aber nicht, wir teilen miteinander, was auch immer in dem jeweiligen Fall passt. Dann Lösungen erarbeiten. Also das und das könnte man jetzt machen. Und dann auch die Lösungen zusammen umsetzen. Das fand ich richtig, richtig schön. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr, 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 sehr gut. Aber ich brauche auch immer mal so eine Erinnerungsstütze. Und es gibt mir auch so eine gewisse Sicherheit, dieses, es ist ein Streit, ich gehe dahin, Zettel, okay, ruhig bleiben, stimmt, der erste Schritt ist ruhig bleiben. Und dann einfach nochmal, und dann arbeite ich mich da tatsächlich so Schritt für Schritt durch diese Anleitung. Und es gibt was ganz Schönes, was ich in dem Buch gelesen habe, was ich gerne noch mit euch teilen möchte. Das folgte, also hier steht diese Liste, die ich euch gerade vorgelesen habe, und danach folgt folgender Absatz. Weil ja der erste Punkt ist, ruhig zu bleiben. Ruhig bleiben, aber es raubt mir den letzten Nerv. Manche Eltern sagen mir, Nicola, bei Schritt 1 deiner Liste steige ich schon aus. Es nervt einfach. Ich kann nicht bei 10 Streiten pro Stunde 10-mal ruhig bleiben. Oh ja, das verstehe ich. Kann ich auch nicht. Auch bei mir kommt der Punkt, an dem ich einfach meine Ruhe haben will. Können die nicht einmal friedlich sein? Ich muss kochen. Was tue ich dann? Mir hilft es, wenn ich in jedem Moment mit einer positiven Kompetenzvermutung an meine Mitmenschen herangehe. Also dieses, was ich auch schon oft erzählt habe, Kinder wollen kooperieren. Kinder machen das nicht, um uns zu ärgern oder irgendwas. Kinder wollen kooperieren. Ich muss ganz bewusst davon ausgehen, dass die Kinder mich nicht mit Absicht ärgern wollen. Wollen sie nämlich nicht. Auch das Kind, das sein Geschwister gerade geärgert hat, will uns nicht testen und nicht den letzten Nerv rauben. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wir müssen uns klar machen, es ist nicht der Fehler der Kinder, dass das so anstrengend ist. Es liegt daran, dass wir nicht artgerecht leben. Wenn wir im Clan lebten, dann müssten wir weniger als einen Konflikt pro Stunde lösen, weil sich andere Erwachsene und vor allem ältere Kinder der sozialen Erziehung unserer Kinder widmeten. Und die machen das mit Freude. Beobachten Sie mal 10-Jährige, die kleinen Kindern mit der Miene eines professionellen Mediators Konfliktmanagement beibringen. Wir sollten also einerseits nachsichtig mit uns selbst sein. Es ist anstrengend, weil es für einen Menschen eigentlich zu viel ist. Und wir müssen extrem nachsichtig mit unseren Kindern sein, denn die können nichts dafür, dass es für uns so anstrengend ist. Sie sind einfach nur Kinder. Das, also diese eine Seite in diesem Buch hat für mich so, so viel verändert. Sich das wirklich ins Gedächtnis zu rufen, es ist nicht die Schuld der Kinder, dass das für mich anstrengend ist. Sondern wir leben einfach nicht artgerecht. Also ich versuche schon, in einem kleinen Clan zu leben. Und es ist aber in unseren heutigen Strukturen unglaublich schwierig. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so ein bisschen aufdröselt wieder. So, weiter geht's.
Was habe ich noch mit diesem Buch gelernt? Man soll Kindern nicht irgendwelche Rollen aufdrücken. Das habe ich zum Beispiel auch verändert, nachdem ich das Buch gelesen habe. Rollen im Sinne von, wenn ich zu Svea sage, meine Prinzessin oder mein kleines Baby oder mein Engelchen. Oder wenn ich zu Vincent sage, mein Großer. Ich stecke die Kinder damit automatisch in eine Rolle und sage ihnen damit etwas, was sie zu tun haben. Also mein Großer bedeutet ja, der Erwachsene zu sein, der Große zu sein. Oder wenn ich tatsächlich mein Baby zu ihr sage, ne, das schiebt sie in eine Babyrolle. Oder wenn ich sie auch meine Prinzessin nenne, das schiebt sie in eine Rolle, in eine Schublade. Und damit habe ich aufgehört. Ist manchmal nicht so einfach, rutscht mir immer mal wieder auch noch raus. Ist einfach ein Lernprozess. Der einfachste Weg, um das zu vermeiden, ist, seine Kinder einfach mit dem Vornamen anzusprechen. Also nicht zu sagen, hey Großer, sondern hey Vince oder so, ne? Und das ist einfach dann was, das spielt sich mit der Zeit ein, aber es macht für mich schon absolut Sinn, dass man Kinder damit in eine Schublade drückt und ihnen damit einfach eine Rolle aufsetzt, die sie nicht selbst für sich gewählt haben. Und wenn es dann zu Streits kommt, und das war auch etwas, was ich lernen musste, ist, dass man erstmal nicht eingreift. Dass man nicht sofort irgendwie damit reingeht, weil dann ist der Konflikt nicht von den Kindern gelöst worden, sondern ich habe ihn entschieden. Und dann habe ich meistens einen Gewinner und einen Verlierer irgendwie gekürt, unbewusst. Und Kinder müssen ja auch lernen, sich zu streiten. Sie müssen ja lernen, wie funktioniert das, wie streite ich mich richtig, wie finde ich dann gemeinsam auch zu einer Lösung. Und erst wenn sie dann zu einem selbst kommen, oder wenn es irgendwie brenzlig wird und man dann eingreifen muss, kann man halt diese Punkte abgehen, die ich vorhin mit aufgezählt habe. Genau, man muss einfach jeden Streit als ein Lernfeld sehen. Und wenn man das nicht mehr als Streit sieht, sondern als etwas, woran die Kinder wachsen können und lernen können, macht es auch nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied, wie man das Ganze einfach wahrnimmt. Und das Problem ist ja auch, wir können ja nichts tun, damit es keine Streits mehr gibt. Und es wäre auch unnatürlich und nicht gut, wenn es keine Streitereien gäbe. Aber wir können das halt für uns nutzen. Die Kinder können daran lernen, können daran wachsen. Was ich auch cool fand, weil es geht ja auch um dieses Geschwister als Team, dass man so Spiele in den Alltag einbaut, die die Geschwister zusammenbringen. Und da ist für mich das Top-Spiel dieses Hilfe, sie haben mich. Also, dass die Kinder ein Team bilden müssen, um mich zu fangen oder um mich aufs Bett zu werfen. Und dann funktioniert es halt nicht, wenn das nur einer macht, sondern das müssen dann schon beide zusammen machen, damit sie die Kraft haben, die Mama umzuwerfen. Zum Beispiel. Irgendwie sowas. Da gibt es viele kleine Sachen, die man da einfach in seinen Alltag einbauen kann. Und das sind so diese Mini-Schräubchen, an denen man einfach dreht, die aus Geschwistern ein Team machen können. Dann fand ich auch noch schön, das muss ich ein bisschen ablesen, im Umgang mit Kindern, dass man bestätigt mit Kindern in Kontakt bleiben soll. Und das heißt, dass man körperlich anwesend sein soll, also nicht fortgehen soll, dass man auch im Herzen da bleiben soll, also so mit seiner ganzen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bei den Kindern, dass man zuhören soll und die Kinder ausreden lassen soll, dass man die Kinder auch ansehen soll. Also ne, auch zu sehen, okay, wie bedürftig und zerbrechlich sind die eigentlich noch. Das sind keine Erwachsenen, mit denen ich da gerade spreche. Sich auch in Erinnerung rufen, wie süß die eigentlich sind. Und den Kindern auch ins Herz sehen, die Kinder wirklich ansehen, so wie sie sind. Und dabei auch merken, die Kinder brauchen einfach meine Begleitung noch. Die sind 3 und 5 Jahre alt, die brauchen meine Begleitung. Und sich auch in das Kind hineinversetzen, sich in das Kind hineinfühlen. Wie fühlt sich diese Situation gerade an, wenn man klein und abhängig ist? Also wenn zum Beispiel der große Bruder jetzt sagt, nein, du darfst damit nicht spielen. Oder wenn die kleine Schwester wieder irgendwas kaputt gemacht hat. Wie fühlt sich das für das Kind an? Und dieser Perspektivwechsel, das sage ich auch ganz oft im Coaching, dieser Perspektivwechsel, der macht ganz, ganz viel mit uns. Wenn wir die Sichtweise ändern können, das macht so vieles einfacher. Und sich den Gedanken erlauben, dieses Kind ist furchtbar. Man darf das durchaus mal denken, aber nicht daran festhalten, sondern den Gedanken auch wieder loslassen. Aber sich erlauben, dass man sowas von seinen Kindern auch mal denken kann. Man sollte sich da jetzt dann nicht drauf aufhängen, sondern diesen Gedanken einfach wieder loslassen. Aber wenn man erstmal damit anfängt, solche Gedanken zu unterdrücken oder sich selbst zu kasteien, weil sowas sagt man nicht, dann hat man richtig Spießruten laufen. Also, ich habe jetzt ganz viel erzählt, was ich so gelesen habe, was ich für mich Wichtiges
mitgenommen habe, aber ich würde das jedem empfehlen. Und tatsächlich würde ich sagen, ich habe es einen Ticken zu spät gelesen. Es fängt nämlich eigentlich schon da an, wenn man ein Kind hat und mit Kind Nummer 2 schwanger ist. Da sollte man eigentlich schon dieses Buch lesen, finde ich, weil man da schon während der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind ganz, ganz viele positive Weichen stellen kann für eine gute Geschwisterbeziehung. Aber es ist auch nicht Hopfen und Malz verloren, wenn, wie gesagt, Geschwisterkind Nummer 2 schon 3 Jahre alt ist. Da kann man auch noch vieles richten. Deswegen, das ist das eine sehr, sehr große Buchempfehlung von mir an euch. Ich verlinke euch das Buch wie immer unten in der Infobox. Falls ihr es schon gelesen habt oder wenn ihr jetzt so einen Tipp habt, wie aus Geschwistern ein gutes Team wird, dann schreibt das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!